Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen What's Up Video. Das letzte ist tatsächlich schon knapp 3 Jahre her, also im Dezember letzten Jahres. Deshalb war es wirklich mal Zeit, jetzt nochmal was Neues zu drehen. Wir haben nämlich unglaublich viel Zeug auf dem Kasten, was wir euch gerne mitteilen möchten. Wir sind richtig, richtig in Action und all das, was jetzt passiert ist bis zu diesem Punkt heute und was in Zukunft noch passieren wird, erzählen wir euch jetzt. Jetzt. Hier seht ihr mit mir zusammen ein Tier in Not. Ihr Name ist Momo. Das hat überhaupt nichts mit Godsafe zu tun an sich, außer dass wir den Tiere in Not sah im Dezember etwas gespendet haben. Und zwar gemäß unserer Aktion Nicht labern machen. Wir haben insgesamt 200 Euro zusammengenommen und haben dem Tiere in Not sah davon Sachspenden gekauft, sind auch zu einer Pflegestelle hingefahren und haben denen das quasi überreicht, haben die Tiere und die Menschen hinten dran kennengelernt und hatten da eine schöne Zeit, sind informiert worden über den Verein, was die alles so leisten, eine Top-Sache, und bewegte Bilder davon seht ihr jetzt. Manni, du Tier! Ich will's! Es geht voll in die Buchs! Wie, Mann? Mach Liver Ensel, ne? Er fällt da einer hier auf den Boden und dann ist er auf und dann hat das Zeug hier auf dem Boden hier. Wo bist du? Ja, sehr gut. Nächstes Mal schleppst du. Ist das so? Nee, das ist viel zu schwer. Das bricht mal. Das bricht mal schnell. Sie sieht erschöpft aus. Ja, ich kann die nicht reden. Schaffe. Komm mal, so ein starker Hund. Deine Na, jetzt ist sie bei dir. Okay. Gleich nehmen wir. Ja, servus. Wir sind hier bei einer Pflegestelle von Tiere in Not Saar. Wir haben ja unsere Aktion Nicht labern machen, diesmal für die Tiere in Not Saar gemacht. Habt ihr alle mitgemacht. Also vielen herzlichen Dank noch fürs Mitmachen. Wir haben jetzt 200 Euro in Sachspenden hier heute vorbeigebracht. Das sieht man hier im Hintergrund. Wir wollen jetzt aber auch mal ein bisschen drüber sprechen, was Tiere in Not eigentlich machen, sodass ihr auch wisst, wo das Geld hin ist und was mit dem Geld überhaupt angestellt wird. Und da würde ich die Frage gleich an die Rebecca? Mhm. Ja, weiter. Ich und Namen, geht gerade. Was machen Tiere in Not eigentlich? Also was macht denn den Verein aus? Es ist ja kein Tierheim an sich, wie man das so kennt, dass man da irgendwie Tiere in Käfige gesperrt, weil sie sonst keinen Platz mehr haben, sondern es geht ja tatsächlich direkt in Familien rein. Ja. Also wir sind halt ein gemeinnütziger Verein, wir haben Pflegestellen und nehmen die Tiere halt alle zu Hause privat auf. Mhm. Die leben mit uns im Haushalt, mit der Familie, mit den eigenen Tieren, die eventuell vorhanden sind und kriegen halt das alltägliche Leben mit und auch die Alltagsgeräusche und werden dann halt, je nachdem wie alt sie sind, halt auch einfach schon mal darauf vorbereitet. Dadurch können wir halt auch eine genauere Einschätzung über die Tiere machen. Das heißt, es ist so, dass dann Tiere über die Vermittlungsstelle quasi, also an den Verein herangetragen werden, sage ich, muss das abgeben, ich habe ein Tier gefunden oder wie auch immer. Und dann wird halt eine der Pflegefamilien angesprochen, mhm, ob Platz ist und ob ihr den übernehmen könntet. Genau. Also wir haben halt Ansprechpartner in den jeweiligen Sparten bei Kleintieren, Hunden und Katzen. Und die Leute setzen sich dann halt mit den Ansprechpartnern in Verbindung, sagen, wir haben ein Fundtier oder wir müssen uns von unserem Tier trennen. Ja. Und die Ansprechpartner versuchen dann irgendwie zu koordinieren, welche Pflegestelle dann halt in Frage kommt.
Die Ansprechpartner sind alle selbst auch Pflegestellen. Und von dort aus suchen die Tiere dann halt ein neues Zuhause. Kommen dann bei uns auf die Homepage mit einer Beschreibung, mit Bildern und halt auch bei Facebook. Das heißt, Leute, die ein Tier adoptieren möchten, die können sich quasi dann auch über die Homepage dann an den Verein wenden und dann sagen, das ist doch ein ganz knuffiger Kerl oder ein knuffiges Mädel. Wie wäre es denn? Könnte ich die vielleicht? Genau. Irgendwie, also wir haben in Saarbrücken auf dem Rastfutter zwei Futterspendenboxen stehen. Ah ja. Im Rewe und im Netto. Mhm. Und haben bei Amazon einen Wunschzettel, da wart ihr ja aktiv. Und beim Tierschutzshop gibt es halt auch so einen Wunschzettel, den haben wir dann halt auch angelegt, damit halt auch die Leute dann halt selbst die Sachen aussuchen können, wenn sie uns unterstützen wollen. Mhm. Ansonsten haben wir halt noch ein Spendenkonto. Mhm. Ne? Das hat jeder Verein, das ist auch auf der Homepage hinterlegt. Wie gesagt, wir wollen es halt alles eher ehrenamtlich und gemeinnützig und das wird da. So baut sich das dann halt einfach alles auf. Ja, also ich bedanke mich im Namen von Tiere in Not Saar, von allen Pflegestellen, vom gesamten Vorstand für die Spende. Das hilft uns wirklich weiter. Ganz viel Katzenfutter und Kleintierfutter, Chinchilla-Futter und vor allem Katzenstreu. Das ist immer meine Ware. Wie gesagt, wir sind wirklich sehr dankbar, dass ihr uns unterstützt. Und wollen wirklich noch vielmals Danke sagen. Sehr gerne, sehr gerne. Und auch für all diejenigen, die das jetzt sehen, euch geht es allen sehr gut. Gibt anderen, denen es nicht ganz so gut geht, ob das Mensch oder Tier ist. Und ein kleines bisschen kann man immer mal abgeben und getreu nach dem Motto, nicht groß labern, nicht groß drumherum, sondern einfach mal was machen. Also tut's einfach. Tiere in Not Saar ist zum Beispiel eine Anlaufstelle, die immer was gebrauchen können. Aber so ein Wunschzettel, wenn es nur für 20 Euro ist, kriegen sie sofort und kann man sofort was tun. Also, bis zum Bescheid. Mein Handy habe ich jetzt hier vor mir, weil ich mir den ganzen Scheiß nicht merken kann. Aber ich sage es jetzt euch, dann könnt ihr es euch merken und im Zweifel kann ich euch dann nachher fragen. Wir spielen am 16.06. bei Miese Open Air in Büsfeld. Wird eine richtig geile Sache. Am 17. spielen wir dann in Braunschweig beim Metal Frenzy Warm Up. Im Juli, gar nichts. Im August geht es dann richtig ab und dann touren wir nämlich nochmal nach England und spielen nicht nur am 25. im Asylum beim Asylum Festival in Chelmsford, sondern auch Samstag drauf am 26. bei dem Mighty Beermagen Festival. Weiter geht's am 2. September, direkt die Woche danach, beim Bonebreaker zum zweiten Mal. Freuen wir uns sehr drauf, wird richtig geil. Und dann werden wir im September nicht mehr spielen. Im Oktober spielen wir erst einmal nicht so viel live, wenn überhaupt, denn wir gehen ins Studio. Ja, wir nehmen ein neues Album auf, im Oktober gehen wir ins Studio und machen das. Währenddessen spielen wir hier in der Nähe. Näheres dazu gibt es noch nicht, aber bald. Also merkt euch, ein paar Gigs, ein paar Chancen habt ihr noch, uns zu sehen dieses Jahr. Wir freuen uns auf jeden, der vorbeikommt und uns zujubelt. Uup, 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 uup. Wir bereiten derzeit ein Crowdfunding vor, und zwar das tatsächlich bisher mit Abstand wichtigste, entscheidendste Crowdfunding, das wir gemacht haben bisher. Wir brauchen dringend einen Tourbus und wir brauchen auch dringend dazu eure Unterstützung, denn ohne Tourbus geht es bei uns ganz schwer noch weiter. Ich kann euch jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil ich ein bisschen Spannungsbogen aufbauen möchte. Es gibt sehr, sehr bald Informationen dazu. Wenn ihr aber schon vorab Informationen haben wollt und vor allem früher als alle anderen und insbesondere, wenn ihr interessiert seid an den extrem exklusiven, limitierten Dankeschöns, die wir anbieten, dann solltet ihr euch da unten in den Newsletter eintragen, weil dann kriegt ihr nämlich exklusiv alles nicht nur früher, sondern auch geiler. Also wir brauchen eure Unterstützung. Denkt schon dran, bald kommt ein Crowdfunding und wir freuen euch, wenn ihr mitmacht und zusammen kriegen wir das auf jeden Fall hin, da bin ich mir 100% sicher. Ja, das war's auch schon, ne? Wichtig, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, kommentiert, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Kritik und folgt uns auf Facebook, da gibt's immer heißen Scheiß. Also, bis dann, ciao.
Und wollt nicht. Mani, die Tiere wollen nicht mit dir heute. Ihr wisst Bescheid, wir haben jedes Jahr unsere Aktion Labern nicht machen. Ja. Hier spielt jeden Tag, ja.